dualistische Reaktion auf den Gott-Teufel-Dualismus. Mit dem Gott-Teufel-Dualismus konnte die Kirche all ihre Aktionen rechtfertigen. Gott war nicht alles und Gott war auch nicht einfach Liebe. Gott war vor allem der unerbittliche Gegner des Bösen, des Teufels, dem er, der Herr, den totalen Krieg erklärt hatte. Theologie konnte man sich sehr einfach machen. Wir sind die Guten. Alle anderen sind die Bösen und vertreten eine Irrlehre des Teufels. Dieser Geist führte zu Inquisition, Hexenverfolgung und blutiger Weltkolonisation und ist auch heute noch am Wirken, einfach zum Teil in einer etwas zivilisierten oder diskreteren Form. Offensichtlich kann nicht nur der Name Jesu missbraucht werden, sondern auch der Name des Teufels. Derartige Verteufelungen mussten früher oder später eine offene Gegenbewegung ins Leben rufen. Und dies geschah im 19. Jahrhundert. Geheime Gegenbewegungen hatten es in den kirchlichen Hoheitsgebieten von allem Anfang an gegeben. Auf der anderen Seite des Mittelmeers war fast gleichzeitig mit der Formation des westlichen Christentums oder des weltlichen Christentums auch dessen dualistisches Spiegelbild aufgetaucht, der Islam. Diese neue Religion gebrauchte genau die gleiche Gott-Teufel-Terminologie, einfach mit vertauschten Vorzeichen. Gott ist auf unserer Seite, alle anderen, vor allem die Christen, sind Ungläubige und müssen bekämpft werden. Der menschengemachte Teufel und der menschengemachte Gott, der den Teufel ja erst ermöglicht, stellten einen Extremdualismus dar, der einen Kontradualismus geradezu herausforderte, daher einen antikirchlichen und antiislamischen Dualismus mit umgekehrten Vorzeichen. Wenn der monotheistische Gott auf der Erde mit derart teuflischen Mächten auftrat, dann war dieser Gott nicht Gott, sondern selber der Teufel. Und der von diesem verkappten Teufel bekämpfte Teufel war der eigentliche Gute, also Gott. Diese Umkehrung der Vorzeichen ist nichts Neues, sondern wurde in bestimmten Untergrundbewegungen schon seit urchristlichen Zeiten als eine gemeine oder geheime Lehre weitergereicht. Zunächst sogar offen und ziemlich erfolgreich. Ein Beispiel hierfür ist der frühere Jesus-Anhänger namens Marcion, um den sich gegen Ende des ersten Jahrhunderts eine eigene Kirche gruppierte, die zu den stärksten Jesusbewegungen der damaligen Zeit gehörte. Marcion vertrat vehement die Ansicht, der Gott des Alten Testaments sei der Herr der Dunkelheit und der Gott Jesu sei der wahre Gott, der Gott der Liebe. Er lehnte deshalb das Alte Testament ab und sagte, das wahre Christentum dürfe sich nur auf das Neue Testament berufen. Einige gnostisch-christliche Bewegungen übernahmen diese Sichtweise und lehrten, dass Gott des Alten Testaments, der zu Mord und Totschlag aufrufe, sei ein falscher Gott. Und nun trete dieser falsche Gott auch im Namen von Jesus auf, nämlich in Gestalt der römischen Kirche. Sie konnten sich dabei sogar auf die Bibel berufen, insbesondere auf das bereits erwähnte Johannes-Zitat von 8,44, auf Jesu Warnungen vor denen, die in seinen Namen kommen werden, und auf die geheime Offenbarung, wo es heißt, die Hure Babylon sitze auf 7 Hügeln. 17,9, Rom ist die sprichwörtliche Stadt der 7 Hügel. Die Kirche ihrerseits bezeichnete diese Kritiker als Ketzer und wollte sie alle ausrotten, weil es ein denkbar ungeeignetes Mittel war, um die ketzerischen Christen von ihrer Meinung abzubringen. Der kirchlich-dogmatische Dualismus musste einen säkulär-gnostischen Kontradualismus provozieren. Und dieser entstand dann auch, in Form des Logentums, das sich wie eine Gegenkirche formierte. Wenn der Gott der Kirche der Herr der Dunkelheit ist, mussten die säkulären Logen ihren Gott logischerweise als Herrn des Lichts, als den wahren Lichtbringer sehen. Und Lichtbringer heißt auf Lateinisch Luzifer. Die antikirchlichen Kreise wissen natürlich, dass Luzifer heute als ein Name des Satans gilt, bezeichnen dies aber als eine Verleumdung des wahren Gottes durch die Kirche. Sie scheuen sich nicht, ihren Gott Luzifer oder sogar Satan zu nennen
um sich dadurch klar und provokativ von den Teufellehren der Kirche zu distanzieren. Mit diesem Satanismus streben die säkulären Logen eine Umkehrung der Werte an, um der wahren Religion und Menschlichkeit näher zu kommen. So unglaublich oder abwegig dieser Gedankengänge klingen mögen, die besagte antikirchliche Bewegung existiert und ist heute in gewandelter Form sehr einflussreich. Der geschichtliche Hintergrund der Geheimgesellschaften, die dem Lichtbringerkult zugeneigt sind, wurden bereits skizziert. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts drang der lange Zeit geheim gehaltene Kontradualismus über die Logenkreise hinaus auch an die Öffentlichkeit. Und zwar eine Bewegung, die ihre Lehren als Theosophie, Gotteswissenschaft bezeichnete. Von Amerika, England und Indien ausgehend löste die theosophische Bewegung das aus, was heute als New Age und Esoterik bezeichnet wird. Die Theosophie selbst ist auch heute noch in breiter, unterschiedlichster Auffächerung eine der einflussreichsten Strömungen in der globalen Esoterik-Szene. Aber nur wenige der esoterisch interessierten Menschen sind sich dieser zweischneidigen Hintergründe des New Age bewusst. Deshalb drängt es sich auf, diese Aspekte etwas näher zu beleuchten, sowohl philosophisch als auch historisch.